Ich war gerade maximal gestresst. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Video. Hier spricht gerade Future Jule zu euch. Leider ist der erste Clip dieses Videos verloren gegangen. Why so ever? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Das Video fasst zwei Tage zusammen, und zwar Mittwoch und Donnerstag. Und wir sehen uns im nächsten Clip und in meinem Training. Was losgeht, habe ich euch noch gar nicht erzählt, dass ich ja jetzt einen neuen Pump-Booster mir gekauft habe. Weil meine ESM-Bestellung ist zwar angekommen, aber ich konnte den Nitro leider nicht bestellen, weil der Nitro out of stock ist. Und irgendwie habe ich vergessen, mir einen Crank Pump Pro als Alternative zu bestellen. Aber deswegen habe ich mir den Alani Nu Pump Stim Free Booster gekauft im Supplement Store. Und der ist von den Inhaltsstoffen relativ simpel, aber auch effektiv. Der hat auch Citrullin drin und einige andere Inhaltsstoffe, die in Deutschland gar nicht erlaubt sind, weil Deutschland ist ja immer ein bisschen strenger, was alles angeht. Und der schmeckt sogar voll gut. Das heißt, wenn ihr mal in den USA seid, Alani Nu Pump schmeckt und wirkt auch. Ich hatte ihn gestern im Beintraining, vor dem Beintraining, und war nice. Und man braucht nur eine kleinere Portion, 11 Gramm. Let's do it! Ich glaube, ich habe gerade im Wetterbericht gesehen, dass es später regnen soll. Das war der einzige Tag, wo ich mir wirklich vorgenommen habe, länger am Strand zu sein. Vielleicht tausche ich dann noch, dass ich heute noch shoppen gehe und morgen dann morgen dusche. Morgen dann an den Strand gehe. We will see. Jule ist chaotisch im Kopf. Und dann Schulterdrücken an der Maschine. Beim Schulterdrücken ist es immer cool, wenn du richtig in den Schulter unten reinkommst. Die Maschine, die ich gerade gemacht habe, war nicht ganz ideal. Die wollte ich immer mal ausprobieren, war okay, aber am besten zum einen, ob du richtig tief unterkommst. Am wichtigsten ist, dass der Ellbogen nach vorne wirklich nach hinten. Dann kannst du richtig in den Schulter reinkommen und dann gibt es noch eine bessere Contraction. Deswegen habe ich auch einen guten Punkt. Und jetzt gibt es noch hintere Schulter. Dann ist der Schulterpart durch und dann gehe ich zum. Ich war gerade maximal gestresst, weil ich einfach nur Hunger hatte. Ich habe ja nach dem Training direkt Cardio gemacht. Das heißt, mein Meal hat sich um eine Stunde verzögert. Technisch passt das, weil ich ja im Training Aminos trinke, also EAAs. Deswegen bin ich da eigentlich abgedeckt. Aber hungertechnisch war schon kritisch, war dann noch kurz im Publix. Oh, hab mir Wasser geholt und Drinks und hab's gegessen. Jetzt besser. Jetzt prep ich mein Food, arbeite ein bisschen und dann. It's on the beach.
Eishockey gehen? Kann man. Wie geht's euch, Leute? Different day, ähnliches Szenario. Ich mache mich auf den Weg zum Cardio. Wir haben 7.08 Uhr. Es gibt eine Stunde Stairs. Es gibt Active Recovery, weil heute Rest Day ist. Das heißt, ich stretche mich und mache Posing. Und dann, wie ich gestern schon gesagt habe, gehe ich später shoppen. Ich freue mich voll. Ich habe mir so ein Outlet ausgeguckt und möchte mir für Mexiko gerade so ein paar mehr Sommersachen kaufen, weil ich ja irgendwie für alle Wetterlagen gewappnet sein musste. Und ihr wisst, in Los Angeles hatte ich etwas Sorge, dass ich zu wenig warme Sachen dabei hatte. Hier brauche ich die 3 Millionen Pullis überhaupt nicht, die ich mir alle gekauft habe. Ich habe hier auch noch 5 OAS-Jacken bekommen. Ich glaube wirklich, dass ich irgendwie jetzt auch mit meinen neuen Subs irgendwie noch einen Koffer bräuchte. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Muss ich mich diesmal auf jeden Fall rechtzeitig drum kümmern. Ob ich da jetzt wirklich noch einen dritten Koffer aufgebe, ist an sich nicht so teuer. Könnte man schon machen. Mal schauen. Updates zu gestern. Gestern war ich noch am Strand, wie ihr kurz gesehen habt. Habe es aber auch genossen, dann den Tag mal nicht zu filmen, den halben Tag. Und ja, dann ist auch nichts Spannendes mehr passiert. Stefan war sehr begeistert von meinen Formbildern. Hat mich sehr gefreut. Die sind in dem Posenraum vom Licht her immer ein bisschen besser. Das Ringlicht, was ich hier habe, mit dem ich auch jetzt gerade belichtet bin, ist irgendwie nicht ganz so optimal, weil das schon sehr hell ist, obwohl ich das schon dimme. Und das schluckt irgendwie gerade von hinten so ein bisschen Muskulatur. Deswegen in dem Posenraum sehe ich immer ein bisschen besser aus. Und auch von hinten. Und er hat gesagt, sehr geiler Look. Das wird richtig gut. Und gestern habe ich mich auch wieder richtig gut gefühlt. Ihr merkt, das ist einfach so krass tagesformabhängig. Die Carbs haben mich wieder ein bisschen voller gemacht. Mein Gewicht ist ja auch gut hochgegangen. Gestern war ich bei 60,7, heute bin ich wieder bei 60,2. Das heißt, das Wasser, von dem ich gestern gesprochen habe, geht auch langsam wieder raus. Und ja, Diät kann weitergehen. Ich glaube, ich habe das auch jetzt einfach so gebraucht, zu merken, okay, selbst wenn mein Gewicht mal runtergeht und ich ein bisschen flacher werde, heißt es nicht, dass ich direkt alle Muskulatur verliere, sondern die Muskulatur wird einfach flacher und es ist einfach Teil des Spiels und da muss ich vom Kopf her durch. Es ist auch einfach so, je mehr ich über mich weiß und über meinen Körper weiß im Laufe der Jahre, desto schwieriger wird es irgendwie, weil ich so viel zerdenke, weil ich die Mechanismen im Körper kenne. Und keine Ahnung, am Anfang war ich irgendwie unbeschwert. Also die ersten ein, zwei Saisons, da habe ich einfach nicht so viel gedacht, einfach gemacht. So habe mir die Form auch nicht so oft angeguckt. Mal Formcheck alle 2 Wochen gemacht. und jetzt ist es irgendwie anders. Aber ich vertraue Stefan, wie gesagt, 100%. Der Refill war auf jeden Fall richtig geil. Absolut richtige Entscheidung für alle Hinsichten. Und ja, let's do Cardio. Ist nochmal ganz cool, weil ich kann wirklich auch eine Stunde lang was abarbeiten. Und die Zeit geht schon schnell um. Klar, es ist jetzt nicht super cool, aber nicht so schlimm. Let's go. Wieder Posing zeigen muss, aber das gehört einfach so fest zu meiner Routine und ich zeige euch ja sonst auch alles, also ich bin heute in so einem guten Mut irgendwie. Ich freue mich mega auf Shopping. Jetzt aber noch Stretch. Ich war gerade noch im Publix, ich habe mich eingedeckt und Leute, ich muss sagen, meine Cola-Sucht ist real geworden. Ich wüsste, dass ich immer aufhören könnte, weil bei mir ist immer so ein ganz oder gar nicht. Also entweder ich trinke Cola eher viel oder ich cutte sie ganz raus und es geht dann auch, also dann ist ein, zwei Tage doof, aber dann vermisse ich es auch nicht mehr. Aber was ich schon letztens meinte, für mich gibt es gerade keinen Grund, das rauszukutten, weil meine Verdauung geht es damit gut und es hilft mir in meiner Diät so enorm. Wenn ich nach einem Meal noch Hunger habe, dann weiß ich, okay, ich kann mir gleich einfach ein Glas Cola aus dem Kühlschrank nehmen und dann geht es mir gut.
Und ja, wie gesagt, wenn es mir nicht schadet, dann ist es okay. Und ja, auf Vorrat gerade gekauft. Und ich variiere immer zwischen Pepsi und Coke, weil Abwechslung halt. Und wem geht's auch so? Kalte Cola aus Dosen mit einem Strohhalm. Es gibt nichts Besseres. Oder im Restaurant diese kleinen Mini-Glasflaschen und dann in ein Glas füllen mit Eis und... Oh, jetzt muss ich schon aufstoßen, so viel Kohlensäure. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Kohlensäure. Aber das geht eigentlich schnell vorbei. Kalte Cola aus einer kleinen Glasflasche in ein Glas mit Eiswürfeln mit Orange. Zweimal Ground Chicken gekauft. Ich mache mit jetzt meine zweite Mahlzeit und dann preppe ich zwei Meals und dann schnell duschen, fertig machen und dann geht's schnell ins Outlet, weil ich glaube, da fahre ich ein bisschen hin. So halbe Stunde hat das Navi gestern Abend angezeigt, aber mit Traffic hier, gerade jetzt dann um die Uhrzeit so vormittags, könnte es ein bisschen mehr werden. Also wir beeilen uns. So, nachdem ich die erste Pfanne zerstört habe, weil ich das ja immer ohne Öl mache, ich habe die in L.A. In, immer mehr irgendwie so zerstört. Die war erst noch gut beschichtet mit Teflon und als ich sie dann abgegeben habe, nicht mehr. Haben zum Glück nichts gesagt. Und die wird jetzt langsam auch so ein bisschen sticky, deswegen nehme ich jetzt die zweite Pfanne. Und die müssen wieder fresh beschichtet sein. Und ich habe jedes Mal Angst, dass ich mich abfacke hier bei diesem Herd. Aber bisher alles gut gegangen. Welche Meals gibt es heute? Insgesamt 3x 100 Gramm Chicken mit jeweils 50 Gramm Gemüse. Und zweimal kommt 30 Gramm Cream of Rice dazu. Und heute Abend gibt es wieder meine Isolat-Mandelmus-Mahlzeit. Und ich muss sagen, da sage ich heute auch noch was dazu, aber ich glaube, ich bleibe dabei. Leute, ich habe in meiner ersten Woche in L.A. ein Kleid gekauft und ich wusste, dass ich das nicht heute anziehen werde, aber ich packe es jetzt tatsächlich erst aus der Folie aus und ich habe irgendwie mega Bock drauf, weil es ist richtig schön, aber ich finde Kleider sehr anstrengend, aber ich ziehe es halt mal an. Mal schauen. So, here we go. Das Geile ist eigentlich, dass es gar nicht so kurz ist und dass es auch nicht so hoch rutscht. Deswegen mag ich das Outfit. Heute mal offene Haare, mich mal geschminkt. Das heißt, ich fühle mich mal ein bisschen pretty heute. So, Pictures auch für Insta geshootet. Und jetzt kannst du losgehen. Girl, you're creepy, no need to let out. Get so, so high, do you feel so flat? We're all jammed up, stunting. Them gala so sweet like pumpkin. To a Kyle and tick like dumpling. Ich bin angekommen, sogar ohne großen Verkehr und ich habe mega Bock. Da gehe ich auf jeden Fall später rein, aber erstmal muss ich draußen einen Spot zum Essen suchen. Ich habe Hunger. Und ich kaufe mir ein neues Bikini-Oberteil und den nehme ich nicht mit, dem Bralette und noch Undies, die darf ich aber nicht mit die Umkleide nehmen und bei Lululemon habe ich auch geshoppt bisher. Das heißt, es läuft ganz gut, Schnapper gemacht und Schulter kommt auf jeden Fall raus. Same Spot, 3,5 Stunden später und ein paar Tüten später und ein Mehl später. Ich bin heute schon ziemlich hungry, aber Shoppen lenkt mich wirklich gut ab, muss ich sagen. Ich gehe jetzt gleich noch einmal zu Forever 21, da war ich immer noch nicht. Und dann fahre ich home. So
Leute, ich war jetzt fast 5,5 Stunden hier. Die Zeit ist irgendwie mega gerannt. Und bin auch wirklich gut fündig geworden. Forever 21 war richtig nice. Ich hätte da auch noch mehr kaufen können. Das ist einfach voll mein Style. Ich bin einfach auch noch ein, wie soll man sagen, ein kleines Teenage-Girl, wenn es um Kleidungsstil geht. Ich bin sehr minimalistisch. Ich mag nicht so viel Schnickschnack, aber ich habe so meine Basics. Ich habe mir, glaube ich, 6 Crop-Tops und 3 Biker-Shorts gekauft. Das ist einfach das, was ich liebe, wo ich mich am wohlsten mitfühle. Genau, und jetzt habe ich gerade geguckt, ich werde wohl eine Stunde ungefähr nach Hause brauchen. Ja, ist so, aber es war ein cooler Trip und ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Natürlich habe ich auch viel Geld ausgegeben, aber es ist mal okay. Nächste Challenge ist erledigt, ich habe getankt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich das falsche tanke, ich glaube, es ist aber das Richtige. Jetzt fahre ich nach Hause und mache mir eine Portion Emtor ERAs, die ich vorsorglich genommen habe natürlich. Und mein Auto muss ich definitiv sauber machen, bevor ich es abgebe. Jetzt habe ich gerade noch kühles Wasser in der Tankstelle gekauft. Und das gibt es jetzt und das ist so delicious und ich gehe nicht katabol. Ich fahre jetzt so eine Stunde und da ist eine gute Portion Emtor ERAs in Blackberry, der Hammer. Erster Sip ist immer der geilste. Oh, die 30 Gramm machen das so richtig schön dick. Alrighty guys, und da ich tatsächlich jetzt echt relativ viel gekauft habe, möchte ich euch das noch einmal kurz zeigen. Es ist bestimmt ganz spannend für den einen oder anderen. Ich werde nicht alles anziehen, aber ich werde euch das einmal hier aufhalten. So, und zwar habe ich mich jetzt gerade schon umgezogen. Was sagt ihr zu diesem cuten Outfit von Haltet euch fest, Abercrombie und Fitch? Kids. Ich war so sad, dass es keinen normalen Abercrombie gab, dass ich einfach mal reingegangen bin, in der Hoffnung, dass mir vielleicht ein paar Tops passen. Und ich habe mir erstmal 2 von diesen Shorts gekauft. Sind natürlich sehr knapp, aber einfach zum Chillen oder auch zum Beach gehen. Richtig gut. Beide 10 Dollar, also die und dieselbe noch in Blau. Also feiere ich sehr, muss ich sagen. Dann dieses Shirt. Das ist so ein bisschen Blumenmuster. Habe ich mir auch noch in 2 anderen Farben gekauft, und zwar in White und in so einem blau-weiß gestreiften. Und was ich mega schön finde, ist der Ausschnitt an den Schultern, weil ich finde, das betont die Schultern richtig, richtig schön. Und die Länge ist auch mal ganz gut, es ist nicht maximal gekroppt, davon habe ich auch genug geschafft. Ja, finde ich mega. Ich glaube, ich habe bei Abercrombie & Fitch insgesamt 60 Dollar ausgegeben für alles zusammen. Also voll okay. Und ja, in der Kinderabteilung. Ich habe mich kaum komisch gefühlt, als ich mit den Sachen in die Umkleide gegangen bin. Da, next stop. Wie spricht man es aus? Levis? Levi's? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Levi's. Ich sag Levis. Levis Jacke. Die Jeansjacke, die ich immer anhatte in L.A. Und ich liebe die. Und ich habe mir jetzt endlich meine originale Levi's Shorts gekauft. Die war ungefähr, ich weiß gar nicht, wie teuer die war, aber mit der Mütze zusammen. Weil ich meine, pinke Mütze mit Levi's drauf ist schon cool. Hat es auch 60 Dollar gekostet, also auch voll in Ordnung, finde ich. Dann war ich im Lululemon Outlet. So geil, dass es einfach ein Lululemon Outlet gab. Ich bin nicht mehr so im Lululemon Fieber, weil ich so viele OAs trage. Und ich trage wirklich, ich habe so viele Lululemon Leggings. Ich habe so viel Geld in meinem Leben schon für Lululemon ausgegeben. Ich habe wirklich 2, 3, 4 Jahre nur die getragen. Aber seitdem ich OAs trage, trage ich halt lieber OAs. Aber ich war trotzdem drin und habe mir dieses Top gekauft. Richtig geil, finde ich das. Hätte ursprünglich 80 Dollar gekostet, hat mich jetzt 32 Dollar gekostet. Also es ist mehr so ein Ausgeh-Shirt. Es ist halt auch gekroppt und an den Schultern auch ein bisschen tiefer geschnitten. Finde ich richtig, richtig schön. Aber es hat sogar einen Stoff, also ich könnte es theoretisch auch im Training tragen. Dann musste ich natürlich zu Victoria's Secret wieder gehen, weil ich habe mir schon in L.A. ganz viele Undies geholt und auch schon 4 Sports Bras. Davon musste ich mir jetzt erstmal keine mehr holen, das hat mir gereicht. Aber die sind sehr, sehr geil zum Training, weil ich hatte eine Zeit lang keine Unterwäsche im Training an, weil es mich genervt hat, wenn man die Unterwäsche durchgesehen hat. Dann hatte ich aber immer das Problem, dass ich mega den Camel-Top hatte, wobei ich mich dann auch unwohl gefühlt habe, logischerweise. Und die sind wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Klar, man sieht so ein bisschen den Bund, aber die sind sehr seamless, also nicht ganz seamless, die haben schon einen kleinen Bund, aber die sitzen super, das
so ein bisschen überläuft mit der Leggings. Also die sind mega, davon habe ich mir 5 Stück für 32 Dollar geholt. Zweimal rosa, rot, schwarz, 32 Dollar. Und dann habe ich mir noch, die sind jetzt nicht so funktional, aber die fand ich mega schön, so, wie nennt man das, Velvet, glaube ich, ne? Im Velvet-Stoff, schwarz und rosa. Und die sitzen ein bisschen höher, also die kann man höher ziehen, die sind vielleicht zum Posing ganz cool. Muss ich mal mir anschauen. Und da, es kostet eine 10,50 Dollar. Ich glaube, ehrlich gesagt, das bei Victoria's Secret, da war kein Outlet, sondern es war ein ganz normaler Shop. Ich glaube, die verarschen sowieso immer maximal, was das angeht. Und worüber ich sehr happy bin, ein Bikini-Oberteil. Weil ich traue es mich gar nicht, euch zu erzählen, aber ich habe tatsächlich kein Bikini mitgenommen. Ich habe es einfach vergessen. Also ich habe es wirklich einfach vergessen. Und ich habe 2 geile Bikini-Unterhosen zu Hause und die wird Janine mir dann mit nach Mexiko bringen. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe einfach mal normale Unterwäsche getragen. Im Strand ist halt so auch überhaupt nichts los und selbst wenn, ist es im Endeffekt genau dasselbe. Aber Oberteil hatte ich dann immer einen Sport-BH an und der von Victoria's Secret finde ich richtig, richtig schön. Hat mich gekostet 40 Dollar. Ja, ein bisschen teurer. Und da muss man auch immer die Texas draufschlagen. Also das, was ich euch eben gesagt habe, von Levis und von Lululemon und von Abercrombie, das war schon mit Texas, aber das ist jetzt ohne Texas. Und dann habe ich mir das Beste natürlich zum Schluss aufgehoben. Ich bin die ganze Zeit dran vorbeigelaufen, aber es hat irgendwie nie gepasst, weil dafür wollte ich mir Zeit nehmen. Und zwar, krass erstmal, es gab keine Umkleiden, die waren geschlossen. Da stand, sorry for any inconvenience, you can return your clothes 30 days. Ist okay. Dann doof, dann probiere ich halt nicht an. Ich habe jetzt mich da so ein bisschen in so eine Ecke gehockt. Ich hatte ein Kleid an, konnte dann eine Hose zum Beispiel, konnte ich so drüber ziehen und dann das Kleid hochziehen. Aber ich liebe ja Crop Tops über alles. Ich trage Crop Tops immer im Training vor allem und aber auch so. Und deswegen habe ich mir ganz viele Crop Tops gekauft, weil die gab es halt en masse ungefähr für 8 bis 12 Dollar das Stück. Ja, mir einmal. Ich habe die halt leider noch nicht angehabt, aber ich bin mega gespannt. Werdet ihr dann wahrscheinlich im Video sehen. Das hier finde ich richtig cool mit diesem Detail, dass es dass ein bisschen auseinanderläuft. Mega. In einem helleren Rosa. Classic. Auch geil. Mint. Hellblau. Grau-schwarz. Ich denke, die passen mir alle. Da kann ich so viel nicht passen. Meine Boobies passen überall rein. Und dann habe ich mir noch 3 Biker-Shorts gekauft, weil ich finde die auch sehr entspannt, weil die dann nicht so kurz sind. Das heißt, man könnte sie im Training tragen, aber ich mag die auch so zum Chillen oder auch zum Rausgehen. So eine ganz klassische in Grau. Die machen auch einen schönen Po. 5 Dollar. So eine. Geht länger. Zusammen habe ich 90 Dollar für alles bezahlt. Also alles sehr, sehr schnapper, aber natürlich in der Summe auch ein bisschen was zusammenkommt. Insgesamt bin ich voll happy. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind irgendwie nochmal coole Sneaker. Ich will so richtig coole Sneaker haben. Ich möchte eigentlich gerne Off-White-Sneaker haben und ich überlege, ob ich mir die noch bestelle hierhin. Ich muss gleich mal so ein bisschen gucken, ob das irgendwie passt, Preis passt. Die kosten schon 400 Dollar oder so, aber das ist mir irgendwie wert, weil ich finde die ganz schön. Ja, und ich habe heute Morgen noch bei Bombshell bestellt. Heute dachte ich all in. Heute gehen wir all in. Bei Bombshell bestellt, weil auch hier natürlich, wenn ich mir die nach Deutschland bestelle, die Sachen, dann kostet das mega viel Zoll, mega viel Versand. Und hier habe ich das innerhalb von 3 bis 5 Tagen schon versandt worden. Habe ich mir Shorts bestellt, weil ich habe eine Lululemon Shorts, die ihr auch in den Videos häufig gesehen habt, diese schwarze. Aber ich mag die nicht so am Po. Ich weiß nicht, ich mag dieses Arschfristhose. Klingt jetzt doof. Aber das mag ich voll gerne, weil es halt den Po voll gut betont. Das haben halt die UA's Leggings. Und das suche ich halt auch bei Shorts. Und das haben die Bombshells. Deswegen bin ich mal mega gespannt, wie die sitzen werden. Ist natürlich jetzt auch nicht super günstig. Ich glaube, da habe ich 180 Euro bezahlt für 3 Shorts und ein Oberteil. Zeige ich euch dann, wenn es ankommt. Ja, aber das macht mich happy. Und jetzt habe ich mich mal getweetet. Und ja. Halleluja. Ich habe jetzt auch nochmal 1 angezogen. Das ist schon sehr knapp, aber mit Sport-BH geht das. Jetzt gibt es meine letzte Mahlzeit und zwar habe ich ja gesagt, dass ich die so ein bisschen jetzt geswitcht habe. Und zwar habe ich hier 30 Gramm Final Protein Vanille mit wirklich 30 oder 40 Milliliter Wasser anrühren, damit es noch eine Creme bleibt. Und ich habe ein bisschen zu viel Wasser genommen, deswegen musste ich es gerade ein bisschen in die Mikrowelle packen, deswegen ist es ein bisschen angehärtet.
Aber könnt ihr auch machen, je nachdem, ob ihr es ein bisschen kuchenartig wollt oder ob ihr einfach als Creme wollt. Und da mache ich da einfach 40 Gramm Mandelmus drauf. Und das ist echt schon wie ein Quarkersatz für mich. Es schmeckt richtig, richtig geil. Ist natürlich volumentechnisch sehr low, aber irgendwie befriedigt mich das gerade sehr. Vielleicht werden auch wieder Zeiten kommen, wo ich lieber Avocado essen will. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Ich will auch gar nicht zu viel jetzt quatschen hier im Outro, weil das Video ist, glaube ich, schon wieder super lang geworden. Hätte ich mir lieber doch gestern und heute ein Video gemacht. Aber das könnt ihr mir sowieso mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr lieber jeden Tag oder eine höhere Frequenz an Videos, dafür ein bisschen kürzere Videos? Oder wollt ihr lieber vielleicht alle zwei Tage so wie jetzt und dafür ein bisschen mehr im Video haben? Stimmt mal gerne ab, das würde mich sehr interessieren. Und ach so, das wollte ich euch auch noch sagen. Ich bin so dankbar für eure ganzen Nachrichten in Bezug auf das letzte oder vorletzte Video, wo ich mein kleines Down hatte. Ihr habt so süße und liebe Nachrichten geschrieben und ich bin euch so, so dankbar für all eure Kommentare, für all eure Likes, für all euren Support und ihr habt es richtig gesagt, Stefan steht hinter mir, ihr steht hinter mir und wir rocken das gemeinsam. Ich habe euch ganz doll lieb und wir sehen uns im nächsten Video. Schon morgen.